Und jetzt müssen wir verloren in der Dunkelheit, verloren im Licht und gefunden in der Dunkelheit abschließen. Na, da war's doch. Peter, wir haben einen Report von Krähe erhalten. Das Haus der Erlösung nähert sich dem Sattel. Das Haus der Erlösung ist gespalten. Die hier Ergebenen lassen sich nicht vom Befehl des Zeugen abbringen. Mitrax, ich höre den Reisenden vor Schmerz aufschreien. Was auch immer das Haus der Erlösung tut, endet jetzt. Ja, es ist sowieso schon auf dem Weg zum Ende. Es ist geschützt. Seine Energiequelle befindet sich in deiner Nähe. Zerlege ihre Verteidigung. Ich hacke mich in die Übertragung. Also mach das, was du sowieso schon die ganze Zeit machst. Okay. Achso, wir müssen das hacken, ups. Ich wollte es eigentlich direkt zerstören gerade. Wie viele von denen gibt es denn noch, die hier in die Ecke kommen wollen? Wie viele von diesen Truppen wollen jetzt noch bitte auf den Weg noch in den Weg kommen? Ja, da waren sie noch mal gerade. Ich habe Kopien der Daten. Los geht's. Eine normale Quest als alles andere. Das war viel zu kurz geworfen. Ja. Mitrax, wenn ich die Daten richtig lese, müssen wir unter den Baum und bis zum Wurzelsystem vordringen. Das Haus der Erlösung hat Barrieren errichtet, die den Zutritt verhindern. Aber ihre Energiequellen liegen woanders. Diese Technologie. Ein Hybrid aus Elixni und Pyramidendesign. Ohne Seele. Wie ein Werk der Hohn. Sie kann deaktiviert werden. Aber das Interface ist mir fremd. Das Hacken wird dauern. Natürlich wird es das rein zufällig dann, wenn man es am meisten gebrauchen kann. Diese Maschinen funktionieren durch das Ernten parakausaler Energie. Manche verwenden Licht, andere Dunkelheit. So, ich muss gehen mal in den Gegenteil. Ja gut, jetzt haben wir es.
Ja, das heißt direkt wieder zurück und dann können wir mal darum, KH zu erledigen. Ja, Waffen. Ja, wer kennt den jetzt? Ich erwarte komplett einfach ohne Fähigkeiten drauf gehen. Doch. Wo ist der jetzt? Das reicht nicht weit genug. Wir haben den Energiefluss des Baums wiederhergestellt und vor dem Feind bewahrt. Aber wir können feindliche Soldaten nicht ignorieren. Stimmt. An der Seite deiner Agenten sollten Kämpfer des Hauses der Erlösung kämpfen. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam. Elixni wie dieser Captain haben sich selbst vergessen. Sie waren Jahrtausende hilflos und herrenlos. Jetzt steigen sie in die große Maschine und wollen diesen heiligen Ort berauben. In den Diensten des Verursachers des Wirbelwinds. Das fordert gerechte Strafe. Ja, pff. Dieses eine, erzählt, der den Baum fluchtartig verlassen hat. Er heißt Cora. Er war Eramis rechte Hand, bis wir die Serap-Station zurückeroberten. Nach unserem Treffen verfolgten meine Agenten ihn bis nach Europa. Sie wollen den Baum in einem Gegenangriff zurückerobern. Wir können uns jetzt keinen Rückschlag in der Operation erlauben. Cora hat den Rang eines Captains nicht verdient. Tun wir, was ich schon längst hätte tun sollen. Es wirkt halt sehr angenehmer, die Typen hier so zu bekämpfen. Also ja, jeder weitere Durchgang von diesem ganzen Kampagnenkram wird sowas von auf Normalstufe basieren. Aber ich brauche Zugriff auf den Fernsteuerungsknoten der Schwebe. Ein Akkusding, zwei Akkusteile, noch mehr. Das kommt. Ganz einfachen Grund, weil ich diese Sniper haben will. Sollen das doch jetzt bitte schön bringen? Bessere Frage ist halt, warum müssen wir die überhaupt bekämpfen? Ich finde, das ist schon ein bisschen extravagant.
Und direkt noch mal ein paar. So, gleich mit den Unbesiegbarkeitsschilden. So. Hätten wir den Haufen auch erledigt und jetzt kann man es wohl hoffentlich endlich an den Typen machen. Ich bin nicht stolz auf diese Zeit, Hüter. Ich habe versucht, sie hinter mir zu lassen. Aber die Vergangenheit gleicht einem rastlosen Biest. Auch ich habe Vergangenes weggesperrt, um mich selbst und andere zu schützen. Die Jugendzeit ist chaotisch. Aber wenn wir diese Energie kontrollieren und zu etwas Besserem formen, wie wir es beide in der Stadt getan haben... Ja, und wie wir es weiterhin tun werden. Aber ein paar vergangene Geheimnisse können wir vielleicht lüften. Ja, die wären... Ich habe hier viel zu früh über Dings angeschaltet. Vor allem sind diese Stasi-Typen eigentlich die einzigen, die die Fähigkeit auch benutzen, oder kann der das auch? Ja, Frage beantwortet. Und direkt noch mal eine Batterie hinterher. Natürlich braucht der zwei, weil ja, braucht halt. Schon ist nur noch das Automatikgewehr. Ne. Okay, jo. Jetzt gehen wir aber auf Deepstone Crypt oder was? Ach komm, natürlich. Natürlich holt er jetzt immer noch einen Bomber raus. Es war nicht viel von Cora übrig. Er schien mehr wie eines der ausgehöhlten Schiffe des Zeugen. Ja, sollte wissen, dass Misrax das Urteil über Cora verkündete. Jetzt zumindest ist das vorbei. Ruhe dich aus. Geist von Inax. Dein Sohn hat dich gerecht. Beruhige deinen Geist, Kell des Lichts. Du kannst diesen Sieg feiern. Danke, dass du ihre Geschichte geteilt hast. Viele im Haus der Erlösung brauchen immer noch deine Hilfe und ich. Okay. Dieser Rückblick auf meine Jugend
erinnert mich an meine Tochter. Ihre Hoffnungen, ihre Bestrebungen. Es gibt viele, die das ausnutzen würden. Von ihrer Freundlichkeit profitieren würden. Sie findet ihren Weg, genau wie wir. Weil du ihr Führung schenken wirst. Ich hoffe, dass auch du sie führst. Sie hat höchsten Respekt vor der großen Ikora Rey. Du hast mein Wort. Ich hindere mein Potenzial. Ich weiß nicht, stimmt, Horst. Ja. Warum du mir das hier hinterlassen hast. Und damit haben wir auch was die letzte Lichtfähigkeit. Diese Waffe in den Händen hältst. Erteilte Lektionen. In die Klinge gebrannt. Gefunden in der Dunkelheit, mit Dunkelheit vereint. Verlierst du dich darin, bemerkst du weder die Schärfe der Klinge, noch die Stabilität des Griffs. Und Sentinel. Die Schattenlegion ist auf dem Weg. Kreis berichten zufolge transportiert sie schwere Ausrüstung durch das bleiche Herz. Aber wir wissen nicht warum. Dein Eifer ist gefragt, Hüter. Finde die verräterische Legion meines Vaters und vernichte sie. Berichte über deine Beharrlichkeit sind gut. Sie zu sehen ist noch besser. Darum behalten meine Legionen deinen Schmelztiegel im Auge. Aber mir fallen nicht nur Geschichten von Hütern, sondern auch von Lichtlosen ein, die gemeinsam angesichts unüberwindlicher Widrigkeiten ihr Zuhause verteidigten, um eine Invasion zu vernichten, den Reisenden zu befreien und den Zeugen zu brechen. Dieses Terrain, wie ein Ödland, das im Kampf dem Erdboden gleichgemacht wurde, wie die Krater über seltenen Ruinen auf meiner Heimatwelt. Nach der Invasion der Schar hinterließ Xivo Arad Schritt für Schritt nichts als den Tod in den Straßen jeder Stadt in Torobandel. Schritt für Schritt? Klingt eher nach dem Ding, was Xivo in einem Satz gemacht hat. Geben wir nicht nach. Meine Armada stieg aus diesen Flammen hervor. So wie unsere Koalition. Klar. Geht's weiter, Antenne. Von wo kommen die überhaupt? Und dann kann man auch gleich den zweiten mitnehmen. Der Schild ist unten. Jetzt zerstöre ihn. Ja. Hätte ich sowieso gemacht. Ja, der kann doch ein bisschen mehr aushalten. Hüter, du kämpfst nicht allein. Ich werde nicht dabei zusehen, wie das giftige Vermächtnis meines Vaters diesen Ort schändet. Ich kämpfe bis zum Schluss. Ja, der ist halt einfach nur ein richtiger Tank. Und das ist nämlich der einzige Grund, warum der überhaupt was machen kann. Im Gegensatz zu den Typen hier zum Beispiel, die ja ziemlich gar nichts können.
Wie viel von dem muss denn bitte schön heute wieder noch, bis der Mord nicht erledigt ist? Also aushalten kann er auf jeden Fall ordentlich. Mögen sie auf ewig in ihrem selbst entfachten Feuer lodern. Moment. Krähe hat Übertragungen der Schattenlegion von und zu dieser Gruppe abgefangen. Das ist eine großflächige Operation. Dann finden wir sie alle und vernichten jeden einzelnen von ihnen. Gemeinsam. Kaiserin, ihr solltet die Führung übernehmen. Nein. Du bist Vorhut Commander. Wenn du führst, wird dir das ganze Sonnensystem folgen. Ja, damit. Jetzt kommt wahrscheinlich noch irgendein Zwischenschritt und dann halt noch Teil 2. Denke ich mal. Ruf des Webers und jetzt kommt natürlich als nächstes die Super. Informationen zufolge hat die Schattenlegion ihre Operation zum Ernten des Lichts in den Bergen eingerichtet. Der Sturm dient als Schutz. Wir werden diese Feiglinge aus ihren Verstecken scheuchen und niedertrampeln. Ja, wir haben jetzt eine halbe Minute, um hier von Feuer zu laufen, oder was? Ich springen können. Wenn man nicht gerade komplett umspringt. Achso, wups. An deiner Seite, Hüte. Wir kämpfen zusammen. Kein Rückzug. Dieses Gebiet ist zu gefährlich. Der Hüter soll das übernehmen. Oder du vereinst dich mit mir, Commander. Was soll das heißen? Und dann komm her. Nummer 2. Oh, okay. Ich sollte auch mal mich aufwärmen gehen. Ansonsten. Ja. Jetzt müssen wir jetzt hier ein paar so Bälle sammeln und die halt eben eindanken. Oder reinwerfen, keine Ahnung. Das hat noch getroffen, gut. Ausgezeichnete Arbeit, Hüter. Ach, was ist das jetzt? Kein Grund, leichtsinnig zu werden. Leichtsinn setzt Impulsivität voraus. Ja, komm, einfach in den Tod geschmissen, weil warum nicht? Dieses Schlachtfeld, Zavala. Ich bin furchtlos und zögere nicht. Das erwarte ich auch von dir. Ja, komm. Das ist doch echt nicht mehr lustig. Wie soll ich denn jetzt hier langkommen? Achso, natürlich. Ach komm, was ist jetzt los? Kann ich jetzt auch mal wieder runter? Und natürlich haben wir jetzt hier auch wieder zwei Generatoren, die man deaktivieren muss. Na, dann machen wir das noch schnell. Reicht das überhaupt? Ja, naja. Gerade so. Und dass man den Dinger nicht in der Hand schlagen kann, so eine Art. Wird es halt 10-mal einfacher machen, die Dinger wegzukriegen. Aber das wäre ja zu einfach. So.
nochmal darüber und dann haben wir die Plattform deaktiviert. Jetzt ist die Frage, ob da noch danach noch eine kommt oder wie das aussieht. Wird wahrscheinlich sowieso, oder? Zavala hat den Tod nie gefürchtet. Ich würde so gerne wieder Leben in deinem Gesicht sehen. Diese mürrische Haltung passt nicht zu dir. Bündele deine Zorn. Das sagt jemand, der dich gerade mal vielleicht ein Jahr zwei kennt. Kein abwegiger Gedanke. Wieso denn gerade hier? Hüter! Diese Plattform muss zu Fall gebracht werden. So. Reicht es sich mal so langsam mit diesen verdammten Plattformen? Ach komm ey. Gibt es ja irgendwo einen Weg, wo man hier gut draufkommt? Nee. Ja, das auf jeden Fall mal nicht. Wo wir hin müssen, weiß ich ja, aber... Dass hier keinen vernünftigen Weg gibt, hier auch wirklich dran zu kommen, ist halt... Ja. Auch irgendwie ein bisschen bekloppt. So. Es ist einfach bekloppt. Ja, komm jetzt, beweg dich. Na, nee. Das hat zumindest getroffen. Zwar nicht gerade die beste Art und Weise, das hinzubringen, aber es funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Na dann. Bin ich nicht nett, euch zu kennen. Na natürlich. Warum muss man es auch einfacher einfach haben, wenn man es schwer machen kann? Natürlich kommt da noch so ein Schutzding. Na, mal jetzt auch gleich hoffentlich den Panzer hier komplett. Oder der hat noch mal ein Schild. Weil, warum denn auch? So. Als ob der immer noch... Wie viel muss man da bitte noch drauf ballern, dass der nicht mal kaputt geht? Geht doch. Jetzt das stärkste Geschütz. Ja, oder macht es halt einfach so. Das geht auch. Zavala, dieses winzige Haus, ist das eine Erinnerung vergangener Zeiten an die Familie, als alles einfacher war. Deine Heimat. Verstehe. Ich lebte in riesigen und kalten Palästen. Bei weitem nicht so einladend. Deine Erinnerung ehrt sie. Ich ließ sie im Stich. Meine Familie. So wie Tarch.
stähle deinen Geist gegen diese alten Wunden. Wir sind so viel mehr als die Narben unserer Misserfolge, Zavala. Sind das Aeris Worte? Nein, kleiner Mann. Du hast das gesagt. Sie stellten sich unüberwindlichen Widrigkeiten, um die zu verteidigen, die sie liebten. Und am Ende werden wir sie gemeinsam feiern. Auf eine Weise, die unseren Ahnen Ehrfurcht und Respekt einflößen wird. Und da hat man Level 12. Parkwasserbellen haben eine Manifestation mit dem Kerl erschaffen, blablabla. Natürlich muss das gerade hier sein. Ich kann nicht. Nimm mein Licht.